Hallo zusammen bei Blueframe Video. Ich wollte heute noch mal einen Windtest machen mit einem Quadrocopter. Ich habe das Ganze schon mal gemacht mit dem Blade 350QX mit der ersten Version. Das Video habe ich euch hier mal verlinkt, da könnt ihr euch das angucken. Heute soll das Ganze mit dem neuen Phantom 3 Professional gemacht werden. Ich werde da wieder über so eine Markierung fliegen, da vorne. Werde ich drauf starten, werde dann tatsächlich nur nach oben fliegen und die Kamera nach unten halten, dann wieder Richtung diesen Punkt fliegen, ohne nach rechts und links zu fliegen. Und wir gucken dann, wie viel Abweichungen tatsächlich auftreten, wie viel er sich von Wind im Gegenzug zu seiner GPS-Position abdriften lässt. Ab und zu schwenke ich mal auf die Bäume im Hintergrund, dass man sehen kann, dass heute in etwa eine Windstärke von, weiß nicht, 20, 30 Stundenkilometer in Böen vielleicht 50 herrscht. Ist also schon eine ganze Menge, wie damals mit meinem Blade. Der hat das vorzüglich geleistet, bis maximal 3 Meter Abweichung. Mal gucken, was der DJI Phantom 3 kann. Das sehen wir jetzt. Also ich fand das schon recht bemerkenswert. Bin jetzt auf 100 Meter gewesen, habe die seitlichen Steuerhebel nicht bewegt, das heißt nur hoch und runter geflogen. Und ganz zum Schluss, kurz vor der Landung, hat der Kopter sich ausgerichtet an der Platte in etwa mit einem Fehler von 30 cm. Das ist schon sensationell. Der Blade hat damals 3 Meter geschafft und das GPS-System im DJI Phantom 3 funktioniert wirklich sensationell gut. Wenn euch das Video gefallen hat, ich habe noch andere auf meinem Kanal, vom DJI speziell, Point of Interest, und da kommt auch noch eine ganze Menge. Könnt ihr abonnieren hier oben, da ist es nochmal, und einen Daumen nach oben geben. Viel Spaß und bis demnächst auf Blueframe Video. Ciao.